Was nun ist das Faszinosum von Schwärmen, einmal abgesehen vom antiautoritären Charme eines Verzichts auf Führer, einer Steuerung ohne Zwang, einer Koordination ohne Kontrolle? Schwärme sind, wenn man so will, die Geburtsstätten der Intelligenz. Sie machen aus ziemlich vielen, ziemlich dummen Akteuren mithilfe von ziemlich wenigen, ziemlich einfachen Regeln enorm komplexe, sehr effiziente und im Idealfall auch sehr widerstandsfähige Gesamtgebilde. Neuere Forschungen haben vor allen Dingen die Kommunikationsform sozialer Insekten in den Blick genommen, die die Emergenz von komplexem Verhalten aus einfachen Einheiten überhaupt erst möglich machen. Diese Kommunikation besteht nicht im Gebrauch von Zeichen, sondern in der Bewegung der Einzeltiere selbst. Ich bringe jetzt ein Beispiel über die Futtersuche der Ameisen. Vielleicht wissen Sie das auch alles, aber ich nenne es jetzt trotzdem. Ameisen hinterlassen auf dem Weg zu einer Nahrungsquelle eine Pheromonspur. Zunächst mal schwärmen die völlig unzielgerichtet aus. Wenn man sagen würde, es ist vielleicht nicht das ökonomischste Verfahren, irgendwie Essen zu orten, indem man einfach in alle Richtungen rennt. Es gibt andere Tiere, die können Nahrungsquellen orten, zum Beispiel durch Geruch oder auch indem sie sich umgucken. Ja, nicht so die Ameise. Die Ameise rennt einfach los. Und es sind viele und die haben Beinchen und sind auch relativ schnell für ihre Körpergröße. Also rennen die erstmal sozusagen in alle Himmelsrichtungen. Ist eine geeignete Nahrungsquelle gefunden, kehrt die Ameise auf dem gleichen Weg zurück, hinterlässt wieder eine Spur, die wiederum andere Tiere anlockt, diesen Weg auch auszuprobieren und erfolgreich zurückzukommen. Und auf diese Weise verbreitert sich die Spur oder wird intensiver, weil sie eine effiziente Spur ist. Und dann probieren andere Ameisen diese Spur auch aus, einfach weil die stärker riecht, ja, sozusagen. Ja, also die spüren die Pheromone und das ist sozusagen ein reines Additionsmodell. Eine erfolgreiche Spur, das heißt nah und kommt mit Futter zurück, bildet schneller eine breite Autobahn von mehreren Tieren, die diese Spur auch ausprobieren, als eine nicht erfolgreiche Spur. Auf diese Weise optimiert sich durch die schiere Häufigkeit oder durch die Menge der Individuen die Futtersuche. Ähnlich koordinieren sich Vögel oder Fischschwärme einzig und allein, das ist jetzt eine ganz andere Geschichte, aber es geht auch wieder um das, um sozusagen die Addition sehr, sehr einfacher Verhaltensmuster oder Verhaltensregeln zu einem sehr komplexen Gleichgewicht oder einer sehr komplexen Koordinationsleistung. Die koordinieren sich ausschließlich durch eine relativ geringe Anzahl von Verhaltensregeln, die da sind. Die Orientierung jedes einzelnen Tiers am Zentrum, an der dichtesten Stelle sozusagen des Schwarms, das Halten eines Abstands vom Nebenmann, das Anpassen des Tempos und auszumachen, in welche Richtung die Gesamtbewegung geht. Und auf diese Weise schaffen die es eben wirklich völlig, auch sehr, sehr schnell die Richtung gesamt zu wechseln. Man kann das sehr schön sehen bei Fischschwärmen, wie die also innerhalb von Sekundenbruchteilen alle in eine andere Richtung schwimmen können, ohne eben, wie gesagt, das zu tun, was Menschen oder überhaupt ja Säugetiere, die nicht besonders gute Schwärmer sind, tun würden, nämlich sich anzurempeln. Die Koordination der Einzelindividuen in der Gruppe funktioniert also durch etwas, was zugleich Interaktion, Kommunikation und Anpassung an die Umwelt ist. Durch die schiere Menge entsteht so aus einfachsten Handlungstypen ein komplexes Gesamtverhalten, das allerdings weder als Analyse von Einzelaktionen noch als Blick auf das Ganze beschreibbar ist. Es ist vielmehr eine Struktur, die nur als System von Relationen, also als Gesamtzusammenhang vieler Elemente, verstehbar ist, nicht aber von einem einzigen Punkt her, also einer Befehls- oder Orientierungsinstanz oder auch der Determinierung des Verhaltens durch Umwelt. Also sozusagen die klassischen Modelle von Art-Umwelt-Anpassung gehen da auch nicht mehr oder müssen sozusagen erweitert werden. Schwärme sind so das Inbild der komplexen Verknüpftheit aller mit allen, ohne dass diese Verknüpfung auf eine einzige Quelle rückführbar wäre. Schwarmsysteme haben darum einerseits den Vorteil, sich leichter an Umweltveränderungen anpassen zu können,
sich weiterentwickeln zu können und den Ausfall oder die Störung einzelner Elemente recht gut kompensieren zu können. Andererseits sind sie, gemessen an hierarchischen oder linearen Uhrwerklösungen, also technischen Lösungen, relativ umständlich. Eine technische Lösung wäre ein Ortungssystem für die Nahrung zu entwickeln, dass man gar nicht erst in die falsche Richtung laufen muss. Das wäre sozusagen, oder man hat Spezialisten. Es gibt dann eine bestimmte Ausprägung im Ameisenschwarm und die wissen, wo, wie man am schnellsten Nahrung findet. Die schwärmen zuerst aus und so weiter. Das wäre sozusagen ein modernes Paradigma der Nahrungssuche. Das nachmoderne oder schwärmerische Paradigma ist Redundanz, Umständlichkeit, losrennen. Viele machen das Gleiche und machen das zur Not auch umsonst. Sondern es sind, und jetzt komme ich mit einem Beispiel aus der Literatur, es sind die Gedankenexperimente populärer Thriller, die den epistemologischen und politischen Implikationen des Schwarmmodells vielleicht am scharfsichtigsten nachgegangen sind. Ja, ich bin mal gespannt, ob irgendjemand von Ihnen das Buch gelesen hat, von dem ich sprechen werde. Vor 2 Jahren erschien der fast 1000-seitige, routiniert heruntererzählte Roman von Frank Schätzing mit dem lakonischen, aber für unser Thema einschlägigen Titel Der Schwarm. Jetzt mal Hand aufs Herz, hat das irgend... Du hast es gelesen, ja. Das wundert mich gar nicht. Okay, dann gut. Das ist der Vorzug des Germanistseins. Ne? Okay. Dass sich der Schinken fast 2 Jahre lang in den Bestsellerlisten hielt, hat nicht nur damit zu tun, dass er auf eine spannende Weise sehr viel Wissen über Meeresbiologie und Geologie vermittelt, sondern wohl auch, dass er einen Nerv trifft. Den Nerv eines Bedrohungsszenarios, das den Horror von 9/11 mit dem Grauen angesichts der Verheerungen nach dem Tsunami an Weihnachten 2004 verbindet. Schätzing, wobei das Buch lange, also das ist in irgendwie den Jahren vor 2003 geschrieben worden, also von diesem Tsunami weiß der Mann noch nichts, aber es entwickelt genauso ein Szenario. Schätzing entwirft einen Krieg, einen Angriff auf die Menschheit, der gerade darum so verheerend ist, weil er von einer gänzlich vernachlässigten, scheinbar völlig harmlosen Seite herkommt, nämlich den Tieren. Innerhalb nur weniger Wochen, so Schätzings Szenario, werden nicht nur Fische und Meeressäuger plötzlich aggressiv gegen Menschen und Schiffe, sondern es tauchen seltsame Mutationen bekannter Lebewesen auf. Tiefseeschlammwürmer mit überdimensionierten Kiefern, Hummer, die hochtoxische Mikroalgen enthalten, Muscheln, die Schiffsschrauben blockieren können. Schiffskollisionen, massenhafte, ja, was ist da? Schiffskollisionen, massenhafte Vergiftungen, von Walen angegriffene Schwimmer und schließlich ein von unterseeischen, muss man sagen, Methanverpuffungen ausgelöster Tsunami, der Nordeuropa von der Landkarte wäscht, sind die Folge. Natürlich fragt sich von einer amerikanischen Generalin, die interessanterweise eine asiatische Version von Condi Rice ist, diese einberufene Expertentruppe eine ganze Weile lang, sehr traditionell, ob nicht arabische Terroristen, also ein ganz bereits vertrauter Feind, ganz einfach den Rohölmarkt manipulieren wollen. Irgendwann aber wird klar, dass es sich hier nicht um Terroristen, sondern um Tiere handelt, die den Menschen angreifen. Große und kleine Tiere, vom Methan abbauenden Bakterium bis zum Blauwal sind es, die Schiffe zum Kentern bringen und schließlich einen ganzen Kontinentalhang abrutschen lassen, um sich der Menschen zu entledigen. In dieser Krise sind Walschützer und Meeresbiologen plötzlich nicht mehr die Verkörperungen eines ökologischen Gewissens, als einfach die besseren Analysten, genau deshalb, weil sie biologische Emergenz denken können. Was sie finden, ist eine extrem hochentwickelte Intelligenz, die nichts anderes ist als die Aggregation einer riesigen Menge von Amöben. Ein Schwarm, den die ratlosen Forscher die Irr nennen, mit Y.
Diese Intelligenz ist fähig, Krieg als Ökokatastrophe zu führen, eine Form der Kriegführung, die alle Konzepte von Biowarfare überbietet, weil sie in globale ökologische Prozesse eingreifen kann. Was diese Instanz der biologischen Intelligenz tut, ist nichts anderes als avancierteste Biotechnologie. Sie erzeugt ihre Waffen in Form von mutierten Krabben und mutierten Bakterien. Aber anders als der Mensch weiß diese Intelligenz sehr genau, welche ökologischen Folgen ihre Mutationen haben werden, eben zum Beispiel der Abrutsch des Kontinentalhangs. Anders als die Form menschlicher Kriegführung, die immer auf den Einsatz von Mensch-Technik-Hybriden angewiesen ist, anders auch als menschliche Biotechnologie, die nie wirklich den Überblick über die systemischen Konsequenzen ihrer Eingriffe ins Leben hat, arbeitet diese organische Intelligenz mit dem, was sie selbst ist und was sie selbst am besten kennt, nämlich organisches Leben. Sich der Menschen zu entledigen, die die Meere verseuchen und überfischen, ist aus dieser Perspektive nichts anderes als eine ökologisch stabilisierende Maßnahme, ein kleines Eingreifen in einen Teil des Netzwerks, der sich zum Schaden des Gesamtsystems auswirkt, in dem Fall der Mensch. So aberwitzig das klingen mag, das, also soweit mein Referat dieses Romans. So aberwitzig das klingen mag, und viele fanden das aberwitzig und haben sich natürlich auch mokiert über den Erfolg dieser doch etwas hanebüchenen Schmonzette.